Hi Fans, heute geht's um Wachteln. Haben so viele gefragt, wird ja mal Zeit, dass wir Wachteln machen. Aber einfach nur ein paar große Wachteln zeigen, finde ich total langweilig. Und da habe ich mir gedacht, ich fahre nach Tienchen. Tienchen züchtet Wachteln. Tienchen hat auch das Foto gemacht von der Wachtel. Das ist ihre, die sehen wir jetzt auch. Tienchen steht schon hier in der Tür und wartet auf mich, Wachtel. Hi Tienchen, zeig dich mal mit dem T-Shirt. So, ist das ein tolles T-Shirt? So. Da sehen wir die ganze Wachtel. Das ist Wachtel-Tienchen. Nee, das ist die Tina, der Tienchen. Und die zeigt uns jetzt ihre Wachtel. Kommt mal mit. Ich zeig dir mal den neuesten Nachwuchs. Du bist nämlich genau passend hier. Es ist Schlupftag. 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 Ja, schau mal, das wollten wir auch sehen, ne? Schlupftag wollten wir sehen. Oh Mann, die laufen ja schon. Genau, ich habe von einer Bekannten ein Brutapparat geschenkt bekommen. Und da wollte ich das mal selber ausprobieren. Wie so weit gibt es geschenkt, da staune ich ja. Ich muss sie immer kaufen. Die laufen schon ganz schön. Ja, der eine, der trudelt da noch so ein bisschen, der hat wohl noch nicht den richtigen Weg gefunden. Er ist im Ei wohl zu viel gekullert. Und die anderen Eier, die schlüpfen noch. Hier, das sind die geschlüpften Eier? Genau, Norbert. Der Deckel, der schließt sich immer so ein bisschen, wenn die rausgeschlüpft sind, weil die Haut sich ja zusammenzieht, wenn sie sich trocknet. Und da kann man das ganz schön sehen, wie die rundherum das Ei öffnen. Ah ja, und hier können wir das vielleicht noch mal in der Kamera halten. Ja, das sehen wir. Man sieht da jetzt nicht mehr viel, aber da war natürlich noch das ganze Gewebe drin vom Eiweiß, was das Ei umhüllt hat, wo das Küken drin ist. Und wenn man sowas ja sieht, das ist ja immer wieder erstaunlich, aus diesem kleinen Ei kommt ein Küken, was gleich so groß ist. Rückwärts geht das gar nicht. Ne? Also wenn man versuchen würde, man würde das Küken wieder in das Ei zu stecken, geht nicht. In dem Augenblick, wo das rauskommt, scheinbar pumpt sich das alles noch ein bisschen auf. Es ist sofort so groß, als wenn man sagen würde, ey, das passt ja kaum in Hühnerei, geschweige denn in so ein kleines Wachtelei. Das ist ja total spannend, aber ich glaube, hier meine Fans, die wollen das alle wissen. Tienchen, wie machst du das? Wie, die Eier legen? Die lege ich natürlich alle selber. Nein, Quatsch. Ich habe draußen meine Wachteln, also ich habe eine kleine Gruppe, 6 Hennen und ein Hahn. Und ja, da sammle ich die Eier. Man kann die bis zu 10 Tage sammeln, legt die immer auf die Spitze. Die sollten halt nicht zu warm werden. Und wenn man genug Eier hat, also 24 Stück passen in den Brüter rein, dann legt man die in den Brüter, den lässt man ein bisschen vorlaufen, dass der schon mal Temperatur hat. Und dann muss man halt 17 Tage warten. Ja, 17 Tage warten und dann gar nichts mehr tun? Einfach Eier morgens einsammeln, alle dann da rein und dann gar nichts mehr tun? Oder muss man die, wenn ein Huhn oder eine Glucke dreht, doch die Eier immer um? Musst du die da immer umdrehen oder wer macht das? Also tatsächlich, bei so einem vollautomatischen Brüter muss man wirklich wenig machen. Da ist am Anfang so eine Wendehorde drin. Ja. Da werden die Eier alle reingelegt. Ja. Na, alle mit der Spitze nach unten. Und wenn ich die umdrehe, sind sie kaputt, weil sie runter waren. Nee. Die also in der Bratpfanne, wenn ich die so umdrehe, dann sind die immer... Nein, das Gerät wendet die Eier immer ganz langsam, mehrmals am Tag. Ach, dieses Gerät macht das automatisch? Der schaukelt die Eier dann hin und her. Ne, das ist wichtig, damit die Keimscheibe nicht festklebt in dem Ei. Ja, das darf genau nicht passieren. Ja, und dann am 15., 16. Tag ist so ein bisschen Gefühlssache. Nimmt man die Eier hier raus, entnimmt diese Wendevorrichtung und legt die dann auf das Gitter. Und dann dreht die gar keiner mehr? Dann dreht die gar keiner mehr. Aber die darf man dann drehen oder nicht? Oder müssen die dann stille liegen bleiben? Also man sagt so, ab dem 15., 16. Tag, dann beginnt ja der Schlupf so langsam, 17. Tag plus minus ein, zwei Tage, dann sollte man sie nicht mehr wenden. Deswegen liegen die dann unten auf dem Gitter und da sollte man auch gar nicht mehr rangehen und das gar nicht öffnen. Okay, und jetzt liegen die da unten so und die einen sind geschlüpft und die anderen noch nicht und du wartest jetzt darauf, dass die anderen rauskommen. Es ist so, die Küken müssen richtig trocken sein, die können ruhig 24 bis 48 Stunden im Brüter verbleiben, weil beim Schlupf zieht sich der Dottersack im Ei nach innen, quasi in den Nabel rein. Und diese Stelle muss natürlich verheilen und von diesem Dottersack ernähren die sich auch die ersten Stunden. Ja, und dann können die 2 Tage ganz ohne essen und dann fressen die sofort alleine oder wie machen die das? Also das ist nicht so einfach, da die Küken ja keine Glucke haben, die denen zeigt, was sie fressen dürfen und was nicht, muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe hier so eine Box vorbereitet, die brauchen ja ein bisschen Wärme, da ist ein Dunkelstrahler drüber, dass die es kuschelig haben und in der Box ist halt auch Kükenfutter. Man muss aufpassen mit dem Wasser. Ich nehme immer eine Petrischale. Da werde ich nachher Wasser reinmachen.
Und damit die Küken die Wasserschale auch finden, mache ich immer ein paar Mohnkörner rein. Wenn die die Mohnkörner sehen, fangen die an zu picken und dann merken die sofort, aha, da ist Wasser. Und die Mohnkörner können die ruhig fressen? Mohn ist gesund für die. Also am Anfang immer viel Mohn geben, Kükenaufzuchtsfutter, das mische ich und ja, was anderes bekommen die auch erstmal nicht. Ja, warum picken die sich dann gegenseitig? Aber ich glaube, die picken überall. Die suchen irgendwas, was zum Fressen ist, oder? Warum picken die alle so rum? Das frage ich mich manchmal auch, warum die so rumpicken. Aber ich denke, die sind einfach neugierig und versuchen zu testen. Ne? Was also, schmeckt oder so, ne? Genau. Und das ist auch noch so ein wichtiger Punkt, den man sagen sollte. Also in dieser Kiste nehme ich zum Beispiel keine Sägespäne. Weil die Küken das nicht wissen, was sie fressen dürfen und was nicht, fressen die Sägespäne und verhungern mit vollem Magen. Also ich nehme da gerne Papageien-Einstreu. Das sind grobe Holzkörner oder erstmal nur Zeber oder ein Frottetuch. Ja, und die Glucken, die Wachtelmütter, die brüten nicht, sondern die legen weiter Eier und die legen das ganze Jahr durch, oder wie ist das? Oder können wir das mal sehen? Wir können da jetzt gerne mal hingehen. Also Wachteln brüten ganz, ganz selten selber. Das ist, manche vermuten, weil die immer aus Kunstbrut stammen, dass sie das Brutverhalten verlernt haben. Andere sagen, das ist Quatsch. Ne? Die machen das nur, wenn sie sich richtig, richtig wohlfühlen. Also du kannst dir gerne mal mein Gehege angucken. Ja, ich denke, die fühlen sich sehr wohl. Ja, klar. Wollen wir doch sehen, ne? Wir gehen jetzt mal gucken, wo die Eier herkommen. Ah, danke schön. Bitte schön. Das ist ja. Oh je, ich mach dir hier alles kaputt. Ich habe da gar nicht gesehen. Ach, so eine Fliegenschutztür. Da hinten sind die? Genau, einfach geradeaus. Ich habe, glaube ich, nichts kaputt gemacht. Weiß man bei mir nicht, aber ja gut. Ach, da sind die Wachteln. Hey Tina, hast du das selber gebaut, den Käfig? Ja, habe ich mit meinen Jungs gemacht. Ich musste die ja irgendwie beschäftigen, als die Schule auf einmal ausgefallen ist und die den ganzen Tag zu Hause saßen. Oh Mann, ich glaube, wir müssen den Film hier abbrechen. Das hat die alle selber gebaut. Da kann ich ja keine Käfige und Gehege mehr verkaufen. Oder ihr seht mal da drüber weg. Aber man sieht, mit so ein bisschen handwerklich Geschick, da kann man sowas machen. So habe ich mir das auch immer alles gemacht, was ich mir früher nicht erlauben konnte. Kostet ja alles immer viel Geld. Und man probiert ja auch erst und macht mal mit einfachsten Mitteln. Aber wenn dann läuft, dann gibt es eine schöne Foliere. Aber das ist, glaube ich, hier schon schön genug, was die Tina gebaut hat. Jetzt zeig mal, jetzt will ich die auch sehen. Da steht schon eine an der Tür. Ist das die vom T-Shirt? Nee. Nee? Das ist mein Hahn. Das ist dein Hahn? Genau, ich habe einen Hahn dabei. Das Schöne ist bei den Wachteln, der Hahn ist ganz leise. Der hört sich immer eher so ein bisschen an wie eine kaputte, leise Hupe. Also der schreit nicht so laut wie jetzt ein Hahn, den man kennt von Hühnern, der jeden Morgen Theater macht. Ja, die sind auch alle total zahm, also die lassen sich gerne streicheln. Ne? Wie man sieht, die kommen auch an, die kann man... Schön. Ach, die sind ja ganz zahm. Genau, mit denen kannst du alles machen. Das ist die wilde Hilde, die hieß erst wilde Hilde, aber man muss denen einfach nur ein bisschen Zeit geben. Also die ist mittlerweile auch nicht mehr wild. Ja, aber ich kenne auch eine Hilde, das ist auch so eine Wilde, da kann man nichts machen. Vielleicht liegt das am Namen, vielleicht musst du die mal umtaufen. Ja, Tina, wie machst du denn die Wachteln so zahm? Ich bin ja total erstaunt. Normal rennen die doch alle weg in der Foliere. Ja, also erstmal muss man den Tieren immer Zeit geben. Ne, irgendwann kommen die von alleine. Wenn du siehst, da oben ist eine drin, die ist letzte Woche zur Gruppe gekommen. Es gibt ja immer so eine Hackordnung, ne, da sind die erst immer ein bisschen schüchtern. Wie bei den Hühnern. Genau, verstecken sich. Ab und zu, wenn der runterkommt, kriegt der auch mal von den anderen, wird ein bisschen gepickt. Aber nicht verletzt oder so? Also oft hier haben die halt genug Raum, um sich aus dem Weg zu gehen. Wenn man die im kleinen, engen Käfig hat, dann verletzen die sich richtig. Ja, hier sind ja auch Versteckplätze und so, da können die mal untertauchen oder mal schnell wegdrehen. Ja, das ist ja bei Hühnern auch. Wenn die ja nur im viereckigen Käfig sind, keine Versteckmöglichkeiten haben, dann kriegt immer der Schwächste kriegt immer Stoff vom anderen und dann hacken die alle drauf und dann kann das sogar Tote geben. Aber der hat ja gar keine Blessuren, der hat dann nur mal einen abgekriegt. Ja klar, der muss sich ja in der Gruppe einfügen. Das ist so, ich muss mich ja auch immer in eine Gruppe einfügen. Ne? Bei mir im Laden kriege ich auch immer von alle. Ich wollte jetzt gerade Hühner sagen. Ich kriege immer Stoff von alle, von den Mitarbeitern, von den Kunden, von alle. Ich kriege auch immer. Ich habe auch schon gar keine Federn mehr, die sind auch schon alle raus. Und das hier ist die Cremi. Die seht ihr auf dem neuen T-Shirt von Norberts Welt. Das ist die Cremi. Hier Superstar. Die macht jetzt Karriere. Das ist der Fotostar bei Zozayak gewesen. Tina hat den fotografiert. Hier ist Cremi drauf. Ich darf noch mal. So, da ist Cremi drauf. Cremi hat mit Sicherheit fürs Leben ausgesorgt. Die geht nie mehr arbeiten. Ich muss immer machen. Ja, jetzt müssen wir aber noch Eier suchen. Also Norbert, bitteschön.
Ja, dann machen wir anders. Also du weißt, wo die Stellen sind, wo wir Eier suchen. Und du gehst da rein, ich nehme so lange den Hocker und ich beobachte das. Geh du mal Eier suchen. Ey, mein kaputtes Kreuz fange ich auch an, Eier zu suchen. Aus dem Alter bin ich raus. Ah, das geht schon. Du such mal Eier. Nee, ich bleib hier draußen sitzen. Wir wollen das ja nicht so machen. Die Wachteln kennen mich ja auch nicht. Und ich staune ja schon, dass sie überhaupt so lieb sind und dass sie ganz ruhig sind und gar nicht versuchen zu flüchten. Und wenn ich da reingehe, wenn ich Brummbär da drin bin, dann wollen die bestimmt alle raus. Hast du schon welche? Hier ist zum Beispiel so eine Stelle Eier. Da haben wir schon da sind die Eier. Zwei Stück. Drei Stück, Norbert. Drei? Ja. Ja, und die gehen dann gleich auch wieder in den Brüter? Nee, die kommen gleich schön in den Kühlschrank. Ne, das sind mal gesunde Eier. Vier Wachteleier ersetzen ein Hühnerei. Und da weißt du wenigstens, da sind keine krebserregenden Pestizide dran oder drin, kein Antibiotika. Ne, die haben wenig Cholesterin, kaum Salmonellen. Also die kannst du wirklich sogar zwei Wochen lang roh essen, wer es mag. Moment, ich bin ja immer bewaffnet. So als alter Zuhändler ist man ja immer auf alles vorbereitet. Also so haben wir das früher gemacht. Schönes spitzes Messer. Ein kleines Löschchen da oben reinmachen. Die Schale ist recht hart. Ihr werdet erstaunt sein, wie hart die Schale ist. Da halte ich jetzt zu und mache unten auch noch ein Loch. So, und jetzt kann ich das aussaugen. Mach mal so hoch. Leer. So schnell geht das. Ja, also das war nicht nur gesund und super lecker. Jetzt ist das leer. Das wird ganz alleine trocken. Das kann man jetzt schön verwahren. Das ist noch ganz. Und da kann man nachher, wenn man die schön sammelt, braucht man zu Ostern gar nicht die Eier für einen Strauß noch anmalen, sondern die sind ja schon fertig. Das sieht mit Sicherheit ganz toll aus. Mit so einem Bindfadenknoten da rein und kann die dann schön aufhängen. Dann heißt, eigentlich sind unsere Spaß- und Hobby- und Freizeittiere doch richtige Nutztiere. Und das ist nicht nur nützlich, sondern das ist auch total hübsch, wenn man sowas aufhängt. Ich glaube, das ist ein super Deko. So, und das ist jetzt dein Wachtelparadies und das bleibt auch so und das willst du noch lange machen oder wolltest du vergrößern, verkleinern oder hast du Pläne? Ja, also erstmal haben wir so angefangen, wir haben gedacht, das reicht, weil man sagt so vier Wachteln pro Quadratmeter ungefähr, das ist in Ordnung, die brauchen nicht so viel Fläche. Ja, aber wir möchten jetzt doch noch erweitern und hier hinter nochmal quasi dasselbe 2x2 bauen. Dann diesen Durchgang lasse ich, dann können die von einer Seite auf die andere laufen. Oder ich mache den Durchgang dann zu, wenn ich zwei Gruppen habe. Ja, und wofür will man zwei Gruppen haben? Ja, also zum einen möchte ich gerne mehr Eier haben, weil alle Leute fragen mich, hey, kannst du nicht noch mal 20 von deinen kleinen leckeren Eiern mitbringen? Und ja, deswegen möchte ich halt noch ein paar Hennen anschaffen. Aber zum anderen möchte ich gerne auch Keladon haben. Das sind Blauleger, also die legen blaue Wachteleier. Ja, und die blauen Eier, die machen mich dann betrunken oder was passiert damit? Oder warum blau? Die legen einfach blaue Eier, das ist so eine Mutation, die dann weiter gezüchtet wurde. Dass halt alle Tiere diese blauen Eier legen, das ist irgendwann mal aufgetreten. Die Eier sind aber weiter so gesund. Genau, die Eier sind weiter so gesund, haben nur eine ganz tolle grün-bläuliche Schale. Das sieht halt hübscher aus. So, ich glaube, da haben wir heute richtig was gelernt, oder? Wie seht ihr das? Ich fand das mal wieder echt spannend. Also doppelter, dreifacher Nutzen für die Tierhaltung, trotzdem Win-Win-Situation auch für die Tiere. Ein schönes Gehege, ein schönes Zuhause, einen lieben Tierpfleger. Und dadurch natürlich auch ganz liebe Tiere, finde ich total toll. Aber ich glaube, ich muss jetzt nach Hause, Arbeit ruft. Schönen Dank, Tienchen. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Sehr gerne, ich muss auch noch die Küken umsetzen. Ah ja, ja, ich muss mein Auto versuchen, aus der Parklücke zu kriegen. Und dann sage ich schon mal Tschüss, ja. Ihr könnt ja nur eben zugucken, wie die Tina die Küken umsetzt. Und wir sehen uns nächste Tage wieder. Tschüss, bis dann.